Ja, herzlich willkommen zum vierten Teil. So, Mikro sitzt jetzt besser. Von Let's Discover Trackmania 2 Canyon. Die Retail-Version, also die Vollversion, die Final, ist endlich raus. Jetzt gibt es auch den Solo-Modus mit Strecken, die man nacheinander freifahren muss. Und ja, ich würde sagen, stürzen wir uns einfach mal drauf. Ich ja, bin die Strecken selber noch nicht gefahren. Habe ich gerade eine halbe Stunde ein bisschen warm gefahren und hoffe mal, dass ich hier nicht allzu sehr daneben haue. Ihr seht oben mein Ranking, das ist ziemlich weit hinten, weil ich einfach recht wenig fahre in Trackmania momentan. Es gibt ja schließlich auch noch Minecraft, ne? So, schauen wir uns einfach mal die erste Strecke an. Ja, komm, die möchte ich gerne fahren. So, Bestzeit 27 Sekunden 28. Schauen wir mal, was uns da zeigt. Goldmedaille. Es gibt außer der Goldmedaille noch die Nadeo-Medaille. Das ist die Autorenzeit, die es da noch zu schlagen gilt. Okay, das sind meist diese Grand Prix-Teile. Entschuldigung. Große Drifts. Schauen wir uns das mal an. Hey, ich möchte das Ding spielen. Ach so, Choosy Opponents. Schnappen wir uns doch gleich mal die Goldmedaille als Gegner. Also, der grün-schwarze Wagen ist die Goldmedaille. Der orangene ist meiner im XR-Trim natürlich. So, dann haben wir hier am Start erstmal die S-Schikane. Dann haben wir den anderen schon hinter uns gelassen. 18 Zehntel Vorsprung am ersten Checkpoint. So, einmal, zweimal Wallbang. Okay, die Ecke müssen wir vielleicht später im Drift nehmen. Dann geht es hier in den Hügel. Viel Speed nehmen wir dann runter in die nächste Schikane. Ecke wird knirsch. Und dann sind wir auch schon im Ziel. Okay, also 4 Sekunden gilt es erstmal aufzuholen. Aber Bronzemedaille habe ich mir auf der Strecke schon mal geholt. Dementsprechend gibt es dann auch oben Punkte. Und mein Ranking wird sich heute ein bisschen wieder verbessern. Hier durch die erste Schikane sind wir durch. Dann geht es ja hin. Trifft. Aber das ist auch durch. Zack, zweite Hälfte auch glatt durchgekommen. Und jetzt geht es einfach nur noch geradeaus. Klar, glatt die zweite Schikane vergessen. Okay, nochmal von vorne. Ach ja, das Alter und das Gedächtnis. So, hier schön abgeschnitten. Zack, zack. Haben wir sogar 2,5 Zehntel knapp rausgeholt. Sehr schön. Zack, hier in den Drift. Trotzdem angeditscht. Okay. Dann wollen wir mal sehen, dass wir die Zeit bei der zweiten Schikane nochmal rausholen. Zack, zack. Ja, haben wir doch fast noch gekriegt. Silbermedaille geholt. Gibt auch nochmal Punkte. Aber mit Silber geben wir uns noch lange nicht zufrieden. Da ist noch einiges rauszuholen hier. Autsch. Der Drift ging in die Hose. Meine eigene Bestzeit immer noch als Ghost dabei zusätzlich, damit ich mich daran orientieren kann. So, und. Jawohl, ohne Anecken rum. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da ist die Goldmedaille. Zack. Zack, und. Jo! 9 Zehntel schneller als die Goldmedaille. Damit haben wir uns die Goldmedaille geholt, aber für die Autorenzeit reicht es noch nicht. Die ist noch ein Zacken schärfer.
Schauen wir mal, der Gegner. Kann ich mir die Autorenzeit hier noch nicht anzeigen lassen? Wie finde ich denn das? Skill Points? Nee, ich will noch nicht. Offiziell. Ich will noch keine offizielle Zeit angeben. Dazu bin ich auf der Strecke noch. Das lohnt sich ja erst, wenn ich da stabil eine gute Zeit fahre, dann kann man daran denken. Die Zeit hinzulegen. Die Zeitwertung, upsala, erfolgt jetzt übrigens im Vergleich zu meinem Ghost, weil ich die Goldmedaille geschlagen habe. Ja, sieht nicht besonders kompliziert aus, hat aber so ihre Tücken. Ne? Von daher also schön gebaut, auch von der Landschaft her. 2 Zehntel haben wir uns erstmal an, 2 Hundertstel haben wir uns hier erstmal abgenommen. Sehen wir zu, dass wir weiter vorne bleiben. Jawohl, den zweiten ein bisschen später angesetzt. Schon sind wir da raus. Dann die zweite Schikane sauber kriegen, kurz vom Gas. Und nochmal knapp 8 Zehntel rausgeholt, 25,60. Neuer persönlicher Rekord. Das sieht doch gut aus. Schauen wir uns die Fahrt mal an. Vielleicht sehen wir noch, da kann man vielleicht noch was rausholen. Ich glaube aber, der Knackpunkt ist hier, diese Stelle. Wenn man da sauber durchkommt, da kann man viel Zeit gut machen oder verlieren. Und dann natürlich die letzte Schikane. Da sollte auch noch ein bisschen was rauszuholen sein. So, schauen wir mal. So, keep training. So, immer schon mal ein bisschen hinter unserem Brust hinterher. Also nicht ganz richtig da so auszuholen. Zack hier in den Drift, zack hier in den Drift. Da haben wir schon wieder ein bisschen rausgeholt. Nehmt den Schwung jetzt hier mit. Zweite Schikane und jo, nochmal 3 Zehntel rausgeholt. 25,29. Aber immer noch nicht die Autorenzeit geknackt. Da muss noch was drin sein. Schauen wir mal nochmal. Ein paar Zehntel hier noch finden. So, und dann nochmal schon mal 300 hier aufgesammelt. Oh, das sieht nicht gut aus. Ups, zu früh eingelenkt. Aber nicht allzu viel verloren. Ja, ja. Ja, schön gekommen. Und jetzt die letzte Schikane. Ja, haben wir noch mal ein bisschen. 500stel haben wir noch mal geholt. Reicht aber noch nicht für die Autorenzeit. Da muss doch noch was drin sein. Ich will... Ja... Noch keine offizielle Zeit. Das kostet ja jedes Mal Planets, obwohl 5 Versuche hatten, glaube ich, pro Tag frei. Verliert. Ich glaube, das brauche ich nicht weiter verfolgen. Verloren. Okay. Nochmal auf. Okay, machen wir mal official. Mal sehen, was wir da hinlegen.
Oh, knapp an der Ecke vorbei. 7 Zehntel. Und dadurch, dass ich eine offizielle Zeit hingelegt habe, die Goldmedaille geschlagen habe, kriege ich insgesamt 60 Planets gut geschrieben. Dadurch hat sich das also schon, sag ich mal, gelohnt, dieser erste Anlauf. Obwohl, man hier oben sieht man also den Planets-Stand, den man hat. Ja, da kommt halt täglich was dazu. Das sollte also kein Problem sein, hier genug Planets zu haben. Versuch. Dann denke ich mal, schauen wir uns einfach mal die nächste Strecke an. So, jetzt das hier zu feilen, dass man da wirklich die letzten. Oh, zu weit aus dem Kurve raus. Schlechter Drift. Mal sehen, aber ich glaube nicht, dass wir da im Nachgang hier noch viel rausholen können. Ne, 6 Zehntel. Okay. Ja, also jetzt hier stabil zu fahren, die letzten Zehntel rauszuholen und dann schließlich die Autorenzeit, also die Nadeo-Zeit, die grüne Medaille sich zu holen, das ist sicherlich noch eine Aufgabe. Ich bin erstmal so weit zufrieden, dass ich hier offiziell eine Goldmedaille hingelegt habe. Und schauen wir uns einfach mal die nächste Strecke an, was uns da erwartet. Auch die wird erstmal geladen. Dabei. Geht es in die Gefällestrecke. Booster, nochmal ein Sprung. Dann ein schöner Drift. Okay. 180 Grad. Strecke verengt sich. Sprung. Und das wieder. Oh, Sprung ins Ziel. Jawohl, da ist das die Karre schön abgegangen. Schauen wir mal, wie es uns ergeht. Ich fahre wieder gegen die Goldmedaille. Und mal sehen, dass wir den Typen gleich von Anfang an hinter uns lassen. Ja, den Trift hat er besser hingekriegt, weil er den durchgängig macht. Aber, zack, da haben wir. Spielen wir jetzt ein bisschen Bandenbillard. Zerdetschen uns hier die Karre. Wer braucht schon eine Heckscheibe? Okay. Aber im ersten Anlauf gleich die Silbermedaille. Naja. Söderle. Weiter geht's auf ein neues. Der Knackpunkt ist wirklich dieser 180 Grad Drift. Dass man den sauber erwischt. Das war mal eine etwas andere Variante, die Strecke zu fahren. Ach ja, und ich will so weit außen fahren, dass mir das so gut gefällt. Okay, die Karre musste sowieso mal gewaschen werden. Also merken, nicht zu weit außen ansetzen, sonst jumpt man da auf das Dach. Oh, obwohl ich natürlich möglichst weit außen sein möchte. Für den Drift schön okay ziehen kann. Ich fahre jetzt immer aus dieser Verfolgerperspektive, nicht aus der Stoßstangencam oder so, weil ich halt so sehe, das sieht gut aus, wie das Auto auf der Straße liegt. Ich komme auch gut hier in den engen Part rein und durchhalten, durchgeknallt. Goldmedaille geschlagen, sehr schön und es gibt wieder Punkte. Uns den Ritt mal an. Mal den Sprung. Relativ dicht
gleich auf mit der Goldmedaille. Und aber hier in der Driftkurve, da hängen wir ihn gnadenlos ab. Da haben wir die anderthalb Sekunden ausgeholt. Ja, der Sprung dann ins Ziel, die letzte Gerade. Eigentlich dann nur noch geradeaus und Pedal to the Metal. So, wir wollen nochmal trainieren hier. Weil dieser Drift, der muss wirklich sitzen. Das ist hier der Knackpunkt an dieser Strecke. Ja, da entscheidet es sich, ob man vorne oder hinten ist. So, dann geht's lang und sagt weiter angesetzt den Drift. Jawohl, das kommt. Und ich bin nicht ganz so gut, aber ich habe jetzt ein bisschen mehr Geschwindigkeit drauf. Ich komme aus der Geraden hier noch ein bisschen. Komme ich noch ran. Ja, auf 500stel. Das sah nach dem Drift nicht ganz so gut aus. Aber da muss noch einiges drinstecken. Doch. Gibt es da ja noch die Autorenzeit, die Nadeo-Medaille, die es zu Mule gilt. Oh ja, nochmal das Ausbild beim Drift. Auf die Gerade und nochmal 3 Zehntel, 25,85. Neuer persönlicher Rekord. Aber auch noch nicht. Schauen wir uns mal den Drift an, den möchte ich gerne mal sehen. Das sieht doch gut aus. Der hätte ein bisschen enger sein können, dann hätte ich da noch Zeit rausgeholt. Ran an die Kante. Nein, ich will noch weiter trainieren. Ein, zwei Fahrten will ich hier noch machen, bevor ich eine offizielle Zeit hinlege. Und zwar bei Trackmania United. Auch so eine Sache, die Leute haben halt. Ups, okay. Haben halt einen Haufen Kompass für diese offiziellen Zeiten ausgegeben und dann gejammert, dass sie keine mehr haben. Dabei sollte man erst wirklich offizielle Zeiten fahren, wenn man eine stabile, gute Zeit hier hinlegt. Das kann man eben trainieren. Dafür ist das Training ja da. So, und jetzt haben wir ihn, glaube ich, noch was abgeschnitten hier. Und ja, legen uns hier aber gleich hin. Das war auf zwei Rädern fahren nicht so gut. Weil das Auto ist dann nicht mehr so recht in der Kontrolle. So, ein neuer Anlauf. Hier bleiben, dass ich natürlich am Dach entlang springe. Der Sprung schon zu durch und kommt dann zu früh in den Drift rein. Nein, ich will weiter trainieren. Noch bin ich da nicht sicher auf der Strecke. Wenn ich im offiziellen Modus einen Versuch verfusche, dann sind halt die Planets weg. Muss ja nicht, dass man nicht genug davon hätte. Das wird sichergestellt sein. Noch ein paar Zehntel. Ja, Hundertstel. Aber, da habe ich aber wirklich auf der Zielgeraden noch was rausgeholt. Bei dem Ghost-Ritt. So, eine halbe Marke im Vorsprung. Einfach durch die erste Kurve schon. Schön eng an der Dachrinne lang. Und jetzt hier rum. Oh, jawohl, schön eng und sauber aus dem Drift raus. Wow, das sieht gut aus. Nochmal 3 Zehntel rausgeholt. Neuer persönlicher Rekord. Okay. Ich glaube, jetzt können wir mal eine offizielle Zeit hinlegen. Was war das da? Unter 26 sollte Ziel sein. Es steht und fällt halt alles mit dem Drift. Ich würde jetzt einfach mal die Chance konzentrieren. Ich. Okay, na? Das ist halt. Das ist jetzt geht's wieder normal los. Okay. Auch nicht verkehrt. Können wir noch mal ein bisschen üben.
gesagt. Man sollte wirklich stabil gute Zeiten legen, bevor man eine offizielle Fahrt macht. Da haben wir die Karre wieder mal zerlegt. Also wirklich kaputt geht das Auto nicht. Die Schäden haben auch keinen Einfluss auf die Fahrphysik. So ist es nicht. Okay, so kann man sein Auto aufparken. Nicht, um da noch was rauszuholen. Fahren. Oder konstant zu fahren. Ja, das ist bei mir, also ich habe eine relativ große Streuung beim Einfahren, mal abgesehen von den Crashes, die da natürlich immer wieder dabei sind. Der drückt sich gut aus, ich bin früher aus der Kurve raus, aber versorge das hier durch die. Offizielle Zeit hinlegen. Das muss doch weiter. Muss da jetzt hier eine offizielle Zeit hinlegen können. Wie ging denn das? Schepper. So, da war ich ja schon durch den ersten CP durch, das bringt nichts.
Oktober, weil mir dann anbietet, nochmal eine offizielle Zeit hinzulegen. So. Ach ja, hier haben wir also den Vergleich mit der Rangliste. 25,50. Sehe ich also hier in Berlin. Naja, 10. Stelle. Ne, 72. gerade, weil ich gar keine offizielle Zeit habe. Ah, das ist halt dieses Ranglistenthema. Kann man später auch nochmal rauf gucken. Ich finde hier einfach nochmal. Zeit, die ich, dass ich wieder eine offizielle Zeit fahren kann oder sowas, weil der Pokal ist die Sache in der offiziellen Zeit. Okay, wir haben einfach nochmal 3 Minuten hier trainieren. Wenn ich das richtig verstehe. Das ist eigentlich eine gute Sache mit diesem Timer für die offiziellen Zeiten. Dadurch wird man so ein bisschen davon abgehalten, seine Planets zu verpulvern. Denn wirklich eine Spitzenzeit hinzufliegen, braucht man natürlich viele, viele Anläufe. So. Drift wieder mal vermasselt. Das muss man sicher hinkriegen. Der Drift, der ist hier der Schlüsselpunkt der Strecke. Ich glaube, ich habe das schon mal gemacht. Oh, kann das sein? Sollte ich vielleicht mal ein bisschen auf das Fahren konzentrieren. Das heißt ein bisschen mehr. So, jetzt wird touchiert, aber wir sind doch relativ gut durchgekommen. Ah, 26. Das ist nicht gerade gut bekleckert. So verkehrt aus, wenn ich den Drift sauber durchgezogen hätte. Da habe ich zum Schluss einfach zu weit nach unten gezogen. Okay, ich ziehe jetzt nochmal mal trotzdem durch. Ich nehme mal an, dass er mir dann wieder eine offizielle Zeit hinzulegen. Da erwische ich dann hoffentlich einen guten Mann. Jawohl. Ja, ich versuch's nochmal. Jetzt gilt es, jetzt muss man das Ding reißen. Das ist natürlich bei der offiziellen Rennen immer richtig scheiße. Ja,
2015. Naja, nicht gerade mit Ruhm bekleckert, aber immerhin Goldmedaille, gut, die ist eigentlich kein Thema, ja. Wichtiges Ziel ist immer die Nadeo-Medaille. So, dann gibt's hier die Punkte. Ranking klettert hoch. Ich bin... Naja. Nicht mehr ganz hinten in der Rangliste. Jedenfalls hier in der Singleplayer-Liste. Guti. Ja, das soll soweit für dieses Mal gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ich entweder nochmal ein bisschen mit dem Map-Editor rumspiele oder hier weiter versuche, mich durch den Singleplayer-Modus durchzukämpfen. Ja. Mal sehen, was man da noch reißen kann. Bis dahin. Okay. Bis dahin. Adieu.